Dr. Norbert Röttgen von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist nicht so leicht, in 5 Minuten zur Lage im Nahen und Mittleren Osten zu sprechen. Ich bemühe mich, 8 kurze Anmerkungen dazu zu machen. Mal sehen, wie weit ich komme. Meine erste Anmerkung ist, der Islamische Staat ist militärisch-territorial besiegt. Der Nährboden für den Islamischen Staat, politisch, sozial, ideologisch, ist noch da. Dem militärischen Kampf gegen den Islamischen Staat muss jetzt der politische Kampf um die Menschen folgen. Die Sunniten, die sich marginalisiert fühlen, an den Rand gedrängt, im Stich gelassen von allen, diesen Kampf um die Menschen müssen wir führen. Ansonsten wird der militärische Sieg bedeutungslos bleiben, meine Damen und Herren. Zweitens, es gibt eine weitere militärische Lösung. Es gibt eine militärische Lösung in Syrien. Es ist bitter, hier auszusprechen, aber Russland und die Hisbollah, das heißt Iran, haben das verabscheuungswürdige Regime von Assad gestützt und haben dazu beigetragen, dass es einen militärischen Sieg dieser Staaten und Kräfte über die syrische Bevölkerung gibt, meine Damen und Herren. Das ist ein trauriges Ergebnis, das wir dort verzeichnen müssen. Trotzdem sage ich, meine Einschätzung ist, dass Russland trotz auch der völkerrechtswidrigen Maßnahmen, die Russland zu verantworten hat, kein Interesse hat, dauerhaft an der Seite von Assad und Hisbollah in einen endlosen, nicht gewinnbaren Bürgerkrieg in Syrien verstrickt zu werden. Wir, die Europäer, der Westen, sollten ausloten, ob mit Russland politisch ein Prozess zu starten ist in Syrien. So paradox es auf den ersten Blick scheint, ich glaube, die Interessenlage Russlands spricht dafür, es zu versuchen. Wir müssen es versuchen. Drittens. Im Irak sind die alten Konflikte wieder aufgebrochen. Die Machtverteilung, die wirtschaftliche Verteilung zwischen Schiiten, Sunniten und Kurden, die innerkurdischen Konflikte, die wieder da sind. Wir haben Deutschland, wir haben darüber diskutiert gerade, an die Kurden Waffen geliefert und leisten weiter militärische Ausbildung. Wir haben damit eine Verantwortung für den Irak übernommen. In einem halben Jahr sind dort Parlamentswahlen. Das Unabhängigkeitsreferendum, das Barzani, der frühere kurdische Präsident, durchgeführt hat, hat der langen Leidensgeschichte der Kurden im Irak ein weiteres trauriges Kapitel hinzugefügt. Wir haben jetzt Verantwortung, auch weil wir uns engagiert haben dafür, dass es ein friedliches Miteinander im Irak wieder gibt. Das ist auch jetzt eine deutsche Verantwortung, der wir uns stellen müssen. Viertens. Der israelisch-palästinensische Konflikt, der war früher der Nahostkonflikt. Er ist in den Rand der Wahrnehmung geraten, aber er ist weiter da. Und er zeichnet sich aus durch eine Schärfe, durch eine Verhärtung, wie es sie lange nicht mehr gegeben hat. Man ist in diesem Konflikt von der Zwei-Staaten-Lösung weiter entfernt, als man schon einmal war. Sie war mal sehr nah, sie ist wieder weit entfernt. Auch dieser Dauerkonflikt ist da, in einer großen Verhärtung, in gewissermaßen fast einer Perspektivlosigkeit. Auch diesen Konflikt dürfen wir nicht vergessen, weil er weiterhin da ist. Fünftens. Im Zentrum der Lage in dieser Region steht die Rivalität zwischen Saudi-Arabien und Iran, die wieder gerade eskaliert ist. Wir haben auf der einen Seite eine aggressive Machtexpansion des Iran, von Iran über den Irak, in den Libanon, über die Hisbollah, nach Syrien hinein erneut über die Hisbollah, die wir mit größter Sorge sehen, die wir kritisieren, die kein Beitrag zum Frieden in dieser Region ist. Und auf der anderen Seite haben wir eine neue Demonstration von Machtanspruch in der Person des saudischen Kronprinzen, ein Machtanspruch nach außen und nach innen, verbunden mit einem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Reformehrgeiz im Inneren. Wozu hat dieser neue Machtkonflikt der beiden, die Rivalität um die Vorherrschaft in der Region geführt? Zu einem fürchterlichen Krieg im Jemen, der der Zivilbevölkerung unvorstellbares Leid zuführt, zu dem Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Katar und zu einer neuen Krise im krisengeschüttelten Libanon. Das ist die
extrem verzwickte machtpolitische Konstellation, die im Zentrum steht, die nicht leicht auflösbar ist, sondern für längere Zeit bestehen bleiben wird. Was wir brauchen in dieser Region, ist die Erhaltung von Gesprächsfähigkeit. Und ich sage es hier ganz deutlich, es macht keinen Sinn, polternd durch diese Region zu laufen, um am Ende nicht mehr zu einem, nämlich Saudi-Arabien, vielleicht auch zu anderen wichtigen Akteuren die Gesprächsfähigkeit zu verlieren. Wir brauchen Gesprächsfähigkeit, ihre Erhaltung als Bedingung von Diplomatie in Deutschland. Ich mache zwei kurze abschließende Bemerkungen. Das Neue an dieser Lage für uns ist, das haben wir gelernt durch die Flüchtlingskrise, wir können unser Schicksal in Europa, die Stabilität unserer Gesellschaften nicht mehr losgelöst betrachten von den Konflikten, Krisen, dem Hass in dieser Region. Wenn in Syrien Krieg ist, dann sehen wir es in unseren Dörfern, in unseren Städten. Unsere Schicksale sind miteinander verbunden. Die Disruption dort, die hat zu dieser neuen Lage geführt. Das heißt abschließend meine letzte Bemerkung. Aber die Lage, kurz bitte, Herr Kollege Röttgen. Diese neue Lage von Krieg und Konflikt zwingt uns dazu, auch übrigens die neue Anti-Iran-Politik der amerikanischen Administration, die falsch ist, weil man ohne und gegen den Iran keine Lösung finden kann, zwingt uns Europäer dazu, zu einer europäischen Politik in dieser Region zu kommen. Es ist unsere Nachbarregion. Wir sind am meisten betroffen. Wir sind am einflusslosesten. Es muss eine gemeinsame Politik von den europäischen Staaten geben, die von diesen Konflikten betroffen sind. Das ist die Schlussfolgerung, das ist das politische Gebot an uns Europäer, an Deutsche, einen politischen Prozess zu organisieren, zu initiieren. Wir müssen uns engagieren in dieser Region, weil es auch um unsere und vor allem um unsere Sicherheit und Stabilität in Deutschland und in Europa geht. Das Vielen ist die Dank. Schlussfolgerung. Vielen Dank, Herr Kollege Röttgen. Ich danke Ihnen sehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei den Aktuellen Stunden müssen wir die Redezeit relativ streng einhalten. Und deswegen bitte ich, sich alle an die 5 Minuten zu halten. Jetzt hat das Wort der Kollege